Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau für den Bau unseres Star Wars R2D2. Die nächste Ausgabe liegt bereit und wir haben das erste Viertel unserer Serie geschafft. Ausgabe Nummer 25 ist am Start. Kleines Jubiläum wieder mal. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los, schauen wir rein, was es heute alles zu tun gibt. Und das schauen wir uns natürlich wieder wie gewohnt im Detail an. Legen wir los mit Ausgabe 25. Ja, die Ausgabe Nummer 25 ist heute dran und wir bekommen wieder weitere Teile. Und es ist nicht nur eine kleine Jubiläumsausgabe, sondern die 25, sondern die hat auch was ganz Besonderes, diese Ausgabe, auch was die Bauteile anbelangt. Denn nach einer gefühlten Ewigkeit werden wir heute die Kuppel bzw. den Rahmen der Kuppel mit dem letzten noch fehlenden Stück hier versehen. Hier sitzt sie schon im Beutel mit drin. Das wird heute angebracht. Endlich ist der Rahmen der Kuppel fertig. Das war ja auch schon eine Tortur. Aber vielleicht haben wir es geschafft. Aber wie gesagt, es ist natürlich noch längst nicht alles. Aber zumindest den Rahmen haben wir dann abgeschlossen. Wieder einiges entgegen, auch einiges, was wir nicht brauchen. Wir sehen auch hier, wir bekommen unter anderem auch ein weiteres Stück für den nächsten Ring geliefert. Ein Stück haben wir ja schon, dieses hier aus der letzten, nicht vorletzten Episode muss es gewesen sein. Den haben wir schon und jetzt der zweite Ring, beziehungsweise auch gleich zwei, ups, schmeiß weg, zwei Verbinder mit bei. Aber die brauchen wir heute, soweit ich das gelesen habe, noch nicht. Nee, den brauchen wir noch nicht. Wir werden uns tatsächlich erstmal um den Abschluss des Kuppelrahmens an sich kümmern. Hier haben wir das letzte Stück, was heute eingebaut wird. Und dann ist sie endlich fertig, zumindest der Rahmen des Ganzen. Das heißt, die legen wir einmal beiseite, holen dieses Stück raus. Gucken wir eben, ob ich irgendwo noch eine Schere habe. Die war doch gar nicht weit weg. Super, man ist wieder super vorbereitet, man zeichnet auf, hat die Hälfte irgendwo sonst wo rumliegen. Da ist sie. So, weg mit dem Plastik und hier haben wir es, das letzte übrige Rahmenstück, was noch fehlt. Das kommt natürlich dann logischerweise in das letzte noch fehlende, in die letzte noch fehlende Öffnung hier. Und dann wird alles vervollständigt sein. Können wir schon mal eben gucken, ob es überhaupt passt. Wäre blöd, wenn nicht, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Ja, doch, das passt. Ja, doch, das sitzt auf jeden Fall. Beziehungsweise, ja, da war das entsprechende Loch. Das sitzt auf jeden Fall schon mal, kann man schon mal sehen. Zumindest einmal reingedrückt. Das passt. Und ja, wie das Ganze befestigt wird, ich glaube, ich brauche es nicht nochmal erklären. Das haben wir schon oft genug gemacht. Wir nehmen uns wieder zwei Schrauben daher. Ich gucke mal eben, ob ich noch in meinem Haufen hier entsprechende Muttern habe. Die sieht nicht so aus. Dann muss ich hier tatsächlich einen Schraubbeutel neu aufmachen. Macht aber nichts. Habe ich echt keine mehr. Ich habe das so viele immer wieder geöffnet und so weiter. Aber nee, sieht nicht so aus. Na okay. Hauptsache, wir haben die Bauteile überhaupt da. Das ist das Wichtigste. So, zwei Schrauben brauchen wir gleich und zwei von den Muttern. Ich gebe das mal eben aus. Eins, zwei. Auch die Schrauben gleich hier lassen. Eins, zwei. Und der Rest kommt wieder rein. Eben zur Seite. Und ja, das übliche Spiel von unten kann man sagen, komm, hier werden hier die Muttern reingelegt, wenn ich sie, das wird mir also auseinander, wenn ich es treffe, dann kommen die Muttern da entsprechend rein. Da sitzt es. Einmal und von oben kommt dann wieder wie gewohnt eine Schraube rein. Hält das eben so? Nein, natürlich nicht.
Diese Fummelarbeit vom Feinsten. Also heute klappt irgendwie gerade noch gar nichts. Ist auch geil. Irgendwie will auch der Schraubenzieher gerade nicht. Ich nehme mal eben den anderen herbei, der müsste ja nicht weit weg sein. Obwohl es eigentlich dieselben sind, aber ist der besser? Ja, der ist schon besser. Interessant. So, die beiden Teile wieder ran. Motor rein und jetzt aber die Schraube von oben in die entsprechende Halterung rein. Geht doch. So, damit sitzt das Teil schon mal fest. Und dann ist die zweite auch kein so großes Problem mehr. Wenn erstmal eins drin ist, dann geht es ja, wie wir schon wissen, aus den vergangenen gefühlt 100 Einzelteilen, wie die Sache funktioniert. So, und damit ist tatsächlich, man mag es kaum glauben, die Kuppel mit dem letzten Stück versehen und damit steht sie wie eine Eins praktisch und schön gleichmäßig auf dem Boden. Natürlich fehlt jetzt noch, wie auf den ersten beiden Ebenen, der Metallring. Der wird natürlich auch noch angebracht. Da bekommen wir die Einzelteile aber auch Stück für Stück geliefert. Zwei Stück haben wir ja schon hier. Eins, zwei. Die sollen wir aber noch nicht miteinander verbinden, so wie das hier steht. Dann halten wir uns mal an die Anleitung und nehmen es so hin, wie es ist, obwohl die fast identisch aussehen. Fällt mir gerade auf. Aber gut, wird sich dann zeigen. Die legen wir erstmal beiseite, genauso wie die Halterung. Die brauchen wir dann noch später. Ja, damit haben wir alles soweit für heute, für diese Ausgabe erledigt. Ist wie gesagt kein großer Schritt, das haben wir öfters schon gehabt, aber zumindest sieht man unser R2D2 wächst, beziehungsweise das Gehäuse unseres R2D2 wächst und das ist ja schon mal die Hauptsache. Ja, das sind alle Bauschritte, die es für heute zu tun gilt in Ausgabe 25 und wie gewohnt schauen wir nochmal eben kurz rein, wie es in der Ausgabe Nummer 26 weitergeht, was für Bauteile wir bekommen. Und das gebe ich euch natürlich gleich wieder im Anschluss. So, ja, die Ausgabe 25 ist soweit fertig und nicht nur die Ausgabe 25 ist fertig, sondern auch die Kuppel ist fertig. Sehr schön, die haben wir vervollständigt. Wie gesagt, der Metallring kommt noch, aber das ist schon mal die Hauptsache. Ja, das war alles, was es soweit in der Ausgabe 25 zu tun gilt. Aber wir gucken natürlich nochmal, wie gewohnt rein, wie es in der nächsten Woche, in der nächsten Ausgabe weitergeht. Es kommt davon, wenn man ganz viel Bismarck baut und da jede Woche hat, aber einen anderen Rhythmus beim R2D2 hat. Nee, in der nächsten Ausgabe 26, da gucken wir rein, was es dort gibt. Und zwar kümmern wir uns weiter um das rechte Bein vom R2D2, beziehungsweise um den Fuß, wo wir ja letztes Mal schon das Rad bekommen haben, dieses hier. Dieses. Und das soll langsam aber sicher auch eingebaut werden, beziehungsweise muss das Ganze erstmal vorbereitet werden, damit das Rad eingesetzt werden kann. Und dafür bekommen wir eine Metallplatte, eine Halterung für das Rad, dieses Stück hier. Eine große Metallplatte und zwei Zubehörteile dazu, damit das Ganze soweit sitzt. Ob wir das Rad auch schon einbauen oder nicht, kann ich noch nicht ganz genau sagen. Das wird sich dann zeigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal der nächste Bauschritt. Da geht es erstmal dann bei dem Bau des Fußes bzw. beim Einbau des Rades vom rechten Bein dann weiter. Ja, wie gewohnt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder gebt meinem Kanal gleich ein ganzes Abo. Dann freue ich mich auf jeden Fall am meisten und ihr werdet informiert, wenn die nächsten Videos kommen, sowohl für die Star Wars R2D2 montags und samstags, als auch jeden Donnerstag für die Bismarck. Ja, in dem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Ausgabe 26 vom Star Wars R2D2 wieder. Bis dahin noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.